Wie versprochen, zurück bei Neverlone mit dem DLC Foxtails. Und wer könnte das besser spielen als der Fox persönlich? Darum lasst uns starten. Elisimagiga atla unipkak utukkanat kekekta rumit ukoti sukangat tusasimagiga paningmin immagok ilan nagig tamanin neksuk atosak nakinminte tagim sinyanin agiksimarok ilakata asin inyunahuni kiktarugmi iglo pilgupluni anak takmata angunel gupluni lo ilangat pural guneksok ilan narik tapko iksitsuk supayami ikaw matrong tarik ipnat chemin kiktarugmon at ugurut ukpigoramig ang ahoting. Ilokating pilguploting suli sanggipluting. Na Mensch, eine weitere Geschichte und diesmal erzählt sie jemand anderes, oder? Ich mach's einfach wie beim letzten Mal. Es gab einmal zwei Brüder. Der eine Bruder lebte an der Küste, der andere Bruder lebte bei Kotzebue. Ein sehr merkwürdiger Name. Und gesprochen wurde das Ganze von Willie Goodwin's Sir Panic. Oder was auch immer SR bedeutet. Nun gut. Wir kennen das Ganze ja schon aus dem ganzen Game Never Alone, also aus dem Hauptspiel. Das ist er schon wieder. Kenyarik samun upenga kratmun upenga kratman supayak umagaktok. Und scheinbar jagen wir jetzt Mäuschen. Und die Steuerung ist mir definitiv noch in Erinnerung. War ja jetzt nicht so aufwendig. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Spiel, das Hauptspiel. Wie immer komme ich nicht dazu, irgendwas zu erzählen, weil hier unser Großväterchen was erzählt. Oh, oh. Okay, jetzt müssen wir hier paddeln. Ah, okay, das ist ja lustig gemacht. Ich muss jetzt quasi mit dem Stick hier rudern. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen hinbekomme. Sakuhuni angorlochtuk aglan awingorok ayuaniktuk ilingiknin. So, zum Fuchs wechseln. Der konnte schwimmen? War dem so? Konnte der tauchen? Kann der irgendwas? Er kann tauchen. Nein, er kann nicht tauchen. Er kommt auch nicht gegen den Strom an. Aber ich kann mich erinnern, dass der ja was anderes konnte. Und zwar konnte der diese komischen Geister beschwören. Aber ich komme nicht nah genug ran, um überhaupt irgendwas zu beschwören. Geschweige denn hier zu tauchen. Muss ich vielleicht noch tiefer runter? Ah! Sieh einer an. So, können wir jetzt hier was Schönes machen mit dem Viech?
meine schon, dass es irgendwas kann. Die Frage ist nur, was? Es leitet also den Strom um. Interessant. Dann rudern wir mal weiter. So, was wollte ich erzählen? Ich wollte sagen, das Hauptspiel hat mir viel Spaß gemacht. War eine ganz niedliche Geschichte. Und als es... Als es das Addon dann gab... oh, da ist eine Eule. Jetzt muss ich nur mal gucken. Aus Umanik springen. Kann ich hier raufspringen? Nee. Doch. Nee. Moment. Naja, was ich jedenfalls sagen wollte, dieses Addon war jetzt nämlich gar nicht so teuer. Das hat, glaube ich, eigentlich 4,99 gekostet und ich habe es bekommen für, glaube ich, 2 Euro oder so. Und wieso sollen wir das dann nicht gemeinsam spielen? So, jetzt hänge ich hier allerdings schon wieder fest. Da ich mich anscheinend... Ah ja. So, jetzt holen wir den mal hier hoch. Warum springt sie denn jetzt aus dem Boot? Kann mir das mal einer erklären? Wieso tust du das? Okay, das Boot... Ah, das Boot muss oben durch und wir müssen unten durch. Alles klar. Hey, hey, hey. So, und weißt du, was ich jetzt mache? Kleiner Fuchs, jetzt nehme ich mir das Ding hier und mache das wieder hier unten hin. Und dann kommen wir nämlich an die Eule ran. Ist das clever oder wie sieht's hier aus? So, kleine Rudermer. In die Richtung hier. Halt, stopp. Eine Zeit des Lebens. Was ist mit ihr? Pff. Da deift sie hier aus dem Boot. Das Schöne ist, ich habe mir, nachdem wir das Ganze durchgespielt haben, auch mal die ganzen Videos angeguckt dazu. Also da steckt eine ganze Menge Arbeit auch hinter dem Game. Mag man jetzt vielleicht gar nicht so vermuten. Heidewitzka, was geht denn jetzt ab? Jetzt ist hier schon wieder... Das war aber ziemlich haarscharf. Was sollen wir tun? Ich habe keine Ahnung. Wir zerbrechen. Okay, wir sind jetzt hier in der Strömung. Okay, können wir hier durchschwimmen? Sicherlich nicht. Aber wir können vielleicht noch runter. Ah, da ist der. Da ist der Geist. Da ist der Geist der vergangenen Weihnacht. Ah ja, verfatzt euch immer. Jetzt kommen wir. Ich glaube, da steckt auch eine Tierschutzorganisation hinter. Ah! Nee, die wollen wir nicht. Die sind doof. Beziehungsweise die Stiftung für Alaska oder so. Also ich kann das gerne mal rauskriegen, wenn euch das interessiert. Aber die haben sich echt Arbeit gemacht. Jawohl! Sehr schön. Da habe ich mich gerade enthusiastisch gefreut, dass mein Plan, den ich nicht ausgesprochen hatte, auch funktioniert hat. Ne, die sind tatsächlich auch zu den... Komm mal runter hier, kleiner Simbabwe-Affe. Der muss hier auch runter, glaube ich. Zack. So, jetzt kommen wir zwar hier durch, aber da oben ist zu, aber dann können wir, ja da oben lang schwimmen. Ja. Was ist denn mit ihr nicht in Ordnung? Warum? Kann mir das mal einer erklären? Ich schwimme da ihr voraus und... Sie macht schon wieder so einen Scheiß. Das hatten wir doch im Hauptspiel schon. Fräulein. Da werde ich aber ein bisschen grindbärtig, wenn du so tust, als wenn und ob. Schon wieder muss ich niesen. Mein Gott.
Das wievielte Video ist das, wo ich niesen muss? Ich habe mittlerweile sogar eine Theorie, warum ich ständig niesen muss, wenn ich hier Let's Plays mache. Und zwar habe ich ja mein Mikrofon auf und mein Mikrofon ist, ja, schwarz. Und man sagt ja, dass schwarz Staub anzieht. Und da das Mikrofon direkt unter meiner Nase hängt und es eventuell Staub anzieht, muss ich wahrscheinlich deswegen ständig niesen. Macht das Sinn? Oder... Also es tut mir leid, falls ihr euch jetzt da ständig erschrecken solltet. Was mache ich hier eigentlich? Ja, du, Fuchs, machst das richtig. Ich stehe hier noch auf dem Schlauch, aber ich komme auch gleich. Juhu! Also für mich ergibt das tatsächlich Sinn. Könnte ja sein, oder? So, ist da unten irgendwas? Nö, keine Eule, kein Nichts, kein gar nichts. Und ab geht der Körper. Ja, der Hund hat's verstanden, sie nicht. Naja, wer weiß. Das Hauptspiel war ja schon nicht sonderlich lang. Was jetzt auch... Moment, nehmen wir mal kurz den schwimmenden Hund. Komme ich hier unten durch? Nee. Was jetzt auch nicht so schlimm war. Das ist schon in Ordnung. Muss ja nicht alle Spiele so ewig lang sein, wie jetzt gerade zum Beispiel das neue Metal Gear. Was ja wirklich unsagbar lang ist. Auch so kleine, feine Spiele können im Großen und Ganzen viel Spaß machen. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, ein Problem, oder? Ne, Moment, ich komme mal hier oben raus. Hopp. Okay, das Boot, das eiert da oben rum. Oh! Hallo? Gib mal her, was haben wir denn hier Schönes? Was ist das? Kann sie das nur aufnehmen? Tatsache. Muss das jetzt hier vielleicht ins Water? Schauen wir mal. Okay, es zirkuliert. Oder auch nicht. Ah, sie bringt ein neues. Ich sage jetzt einfach mal, es ist eine Sie. Sieht aus wie eine Sie. Muss ich das vielleicht in diese Spalte da werfen? Ja, sage ich doch. Komm, kleiner Fuchs, es geht weiter. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, aber ich war auch noch nie ein großer Fan von Unterwasserwelten. Welcher Gamer ist das schon? Machte ich bei Tomb Raider nicht und bei allerhand anderen Games auch nicht. Ach, ich Idiot, ich hätte das nach rechts werfen müssen. Dann fällt das da runter und rollt in die Spalte rein. Das sehe ich ja jetzt erst. Ah, ich muss mich mal entspannt zurücklegen, während Mutter Natur uns hier einen weiteren Leuchtpopel beschert. Ja, jetzt kriegt das hier Schmackes. Klupp. Ah! Achso. Hatte ich kurz Angst, dass ich jetzt von wildem Unterwassergetier gegriffen werde. Ihr könnt mir gerne mal schreiben in die Kommentare, ob ihr Unterwasserlevel mögt oder ob ihr da ähnlich wie ich nicht unbedingt so ein Interesse dran habt. Es gab tatsächlich ein paar Unterwasserspiele, die sogar recht amüsant waren. Ich erinnere mich da gerade zum Beispiel an Aquanox. Bin ich tot? Nee. Das war beispielsweise sehr interessant. Also hat mir viel Spaß gemacht. Es war dieselbe Zeit, wo Freelancer gerade am Start war. Aus dem Hause Microsoft. War das von Microsoft? Ich habe keine Ahnung, kann gut sein. Auf jeden Fall fand ich Freelancer damals schon sehr, sehr geil. Moment, die Eule schnappen wir uns noch. Ah! Moment, der Fuchs ist doch so ein Schlauer. Der kann das, glaube ich. Der konnte doch an den Wänden langlaufen. Mach keinen Scheiß, Madame. Ah, seht ihr mal. So,
Auf geht's. Gib uns einen Leuchtpopel der Liebe. Okay, wir haben das schwerer gemacht und damit ist es dann unten durchgeglitscht. Sehr interessant. Ah! Trinken wir jetzt? Tatsache. Naja, man kann nicht alles haben. So, nochmal hier die Leuchte fix. Na, nimm auf. Nimm mit. Ja. Ansonsten, Tomb Raider hatte immer sehr nervige Unterwasserlevel. Banjo und Kazooie hatte absolut nervige Unterwasserlevel, weil die Steuerung grottenschlecht war unter Wasser. Super Mario konnte ich nicht leiden, obwohl man da immer noch ein Unterwasser-U-Boot hatte, auf dem Gameboy zumindest. Das war dann noch annehmbar. Man konnte also auch schießen und Co. Aber so richtig vom Hocker gerissen hat es mich natürlich nicht. Cinemanix schwört zum Beispiel auf... Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Wie ist denn das? Deep... Oha! Ach du meine Fresse, ist das jetzt eine Riesenratte? Sind die Gewässer hier etwa kontaminiert? Wer weiß. Erfolg gibt's und es gibt wieder was zum Lesen. In einem anderen Dorf. Einem anderen Dorf namens Noatak. Erzählten sich die Bewohner eine Geschichte über eine Schlucht. Jedes große Schiff, das den großen Fluss nach Noatak hinauffuhr, wurde genauso verschluckt. Willie Goodwin's Sir Panic. Was bedeutet das? A Senior. SR steht für Senior, natürlich. Willie Goodwin Senior. Naja. Ich überlege gerade, ist der Fuchs nicht gestorben im letzten Teil? Ah! Abgedankt. Kann ich nicht auch in die andere Richtung fahren? Stopp mal, kann ich nicht auch da lang fahren? Bitte? Bitte! Fahren wir dort lang. Danke. Komm, oh! Mano! Ist doch Schiete. Komm, das reicht jetzt aber. Geht doch. Also ich meine, dass er doch im letzten Teil gestorben ist und dann so ein Fuchsjunge wurde. Jetzt ist er wieder ein Fuchs. Ich kann das gar nicht aufheben. Vielleicht kann der Fuchs das. Nö. Ach, jetzt kann sie. Hä? Okay. Na gut. So, wir fahren. Oder wir gehen unter. Eins von beiden. Wir fahren jetzt aber wirklich absolute Oberkante. Nimm das mal. Nimm das mal. Das da. Okay, werden wir jetzt zurückgetrieben? Wahrscheinlich. Das jetzt werfen? Ja, sieht gut aus. Und nun? Ist unten eine Höhle aufgegangen. Kann das sein? Und da divet sie wieder von Bord. Also ich finde ja cool, wie sie von Bord steigt. Sie ist ja quasi fast schon Navy Seal mäßig unterwegs, wie sie da ins Wasser abdankt. Ich kann euch noch was anderes Tolles erzählen. Ich habe mir vor kurzem noch Assassin's Creed... wie heißt denn das? China Chronicles? Heißt das so? Ich glaube ja. Assassin's Creed China Chronicles runtergeladen und habe das angefangen zu spielen. Hatte auch erst überlegt, ob ich es aufnehme. Und ich muss sagen, oh Leute.
Das ist ja mal wirklich richtig langweilig. Also, ich bin ja sonst echt für Sidescroller zu haben, für allerhand, aber das ist wirklich... Das ist echt öde. Das macht keinen sonderlich großen Spaß, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gespielt habt, ob ihr vorhabt, es zu spielen oder schon durch seid. Die Story hat mich überhaupt nicht interessiert, also absolut gar nicht. Und jetzt hole ich erstmal das Ding hier hoch. Guck, ob es was bringt. Vollgebühr. Es ist auch irgendwie sehr, sehr träge zu spielen. Sehr, sehr dröge. Sind das überhaupt noch Worte, die man heutzutage benutzt? Dröge? Kennt das noch jemand von euch? Dass etwas dröge ist? Und bam! Sehr schön. Ob ihr den Ausspruch dröge noch kennt, das werden wir wahrscheinlich in den Kommentaren erfahren. Wie es weitergeht, das werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Und dafür heißt es dann wieder dranbleiben und einschalten, wenn ich, der liebe Fox, das DLC Fox Tales weiterspielt. Wer von euch das Hauptspiel noch nicht gesehen hat, der kann das gerne nachholen in dem hier verlinkten Video. Ansonsten steht euch natürlich unser kompletter Channel frei. Bis dahin sage ich Tschüss und danke fürs Schauen.